Ciao, da sind wir wieder bei den Hubendubels. Und ich würde mal sagen, also die Frau, die macht es noch nicht schlecht. Also sie kann jetzt mal schnell weitermachen. Wenn sie es mal geschafft hat, das Ding zu reparieren irgendwann. Ich glaube, das wird, also die Frau wird der Mann hier im Haushalt. Die hat die Hosen an, wie man hier sieht. Ja, also wie sie das schön macht, hey, wie sie da an dem Einschaltknopf mit dem Schraubenzieher so perfekt gar nichts trifft und einfach bloß rumwerkelt. Also das kann ich auch, glaube ich, an meinem Fernseher. Also das ist ja nicht schwer. Ist das schon ein Flachbild? Nee, das ist ja noch ein Breitbildfernseher. Das ist kein Flachbild. Na, wenn dessen Fernseher repariert, dann bin ich aber auch ein bisschen, ja, von meiner Lebenseinstellung überschreckt. So ziemlich alle Haushaltsgeräte sind heutzutage mit dem neuesten Schnickschnack ausgestattet, dass es sich sogar einmal nicht vermeiden lässt, dass etwas zu Bruch geht und nicht mehr funktioniert. Und die Frau kann es reparieren, wunderbar rumbasteln. Machen wir jetzt nicht, weil sie doch ein bisschen gearscht ist, die Frau. Ah ja, da kann sie mal ihre Handwerksfähigkeiten hier unten rechts, links im Bilde steigern. Geschicklichkeit. Ja, also ich glaube, sie repariert alles und so und fängt mit irgendeinem von den beiden noch was an. Ob sie jetzt mit Susi oder mit Sepp ist, das weiß ich noch nicht, was jetzt sich besser herausstellt. Weil sie ist nicht oft zu Hause. Na gut, Kind machen mit Frau wird schlecht. Also mit Frau und Frau, mit Frau und zum Beispiel Susi. Da braucht es ein bisschen Verstärker. Positive Verstärker. Heute gelernt. So, Spaß reicht eigentlich, glaube ich, auch schon gleich. Und bevor sie noch ins Bett geht, kann sie sich mal richtig austoben hier. Was denn sonst? Duschen? Nee, duschen braucht sie nicht. Und dann kann sie mal ein bisschen schlafen. Ne? Das ist ja erlaubt. So, wann muss jetzt die faule Socke wieder arbeiten? In einem Tag und 10 Stunden. Dann sowas da. Hunger hat er auch schon wieder. Ist aber auch gleich ausgeschlafen. Kann jetzt nochmal vorher die faulen Reste aufräumen. Und dann mal Reste essen. Den gegrillten guten Käse. So, was ist jetzt da? Schmerzhaft. Ach, wegen Training hat er jetzt Schmerzen. Na, was ist denn das für ein Loser, bitte? Also, das glaube ich ja nicht hier. So, Hunger ist dann gestillt gleich. Ist das Essen gut? Ja, normal, das passt. So, was macht jetzt die Frau? Warum sitzt sie jetzt immer noch da? Ich habe doch gesagt, du sollst aufhören hier, mein Gott. Hört mir nicht mal zu. Frau Harndrang braucht da auch wieder. Geht sie jetzt noch aufs Klo und so? Ja, geht sie auch noch. Ja, lass ich sie mal, bis jetzt dir. Dann kann er ja vorher noch irgendwie hier Hände waschen und dann nochmal Zähne putzen. Und Harndrang sozial wird auch noch gebraucht. Kann sich mal. Kann der rumbasteln? Nee, kann er nicht. Gut, einschalten könnte man mal den leisen Fernseher. Kostet auch gar keinen Strom. Und die Susi ist wieder wach. Ach, hat sie auch ausgeschlafen, die schöne, nette Person hier. Mein Gott. Also alles schläft und sie ist wieder auf den Beinen natürlich. Dann geht's mal zur morgendlichen Katzenwäsche über und alle müssen sich mal ein bisschen rasieren. Ich meine, schänieren. Da Sepp sein Bett nicht gemacht hat. Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Dann wird mal, glaube ich, die Frau ein bisschen an allem rumhandwerken und nichts kaputt machen, wie sonst immer macht. Hunger hat sie jetzt. Isst sie gerade was? Das ist gut. Hygiene, sowas macht der jetzt. Kann der noch zum Beispiel benutzen und benutzen noch schnell vor der Susi duschen? Obwohl, suschen muss er gar nicht duschen. Duschen muss er gar nicht, so ist das richtige Wort. Ich habe ja gehört, die Maiden fahren mit Bier in der Kutsche. Habe ich gehört, ja. Also ganz krasses Ding. So, jetzt muss sie gleich duschen. Und er könnte ja in der Zwischenzeit, was könnte jetzt er machen? Hygiene? Nee, kann er auch nicht machen. Er könnte Fernsehen schauen. Was, er muss doch irgendwas Sinnvolles machen können. Gartenarbeit können wir auch nicht machen, haben wir kein Geld dafür. Haben ja gar nichts. Also, ach, das drehen wir mal. Nein, sind wir nicht so gemein. Und wecken die Frau auf. Er könnte doch mal ein bisschen Fernsehen. Das macht er eigentlich. Hat er noch nie gemacht, das kennt er auch noch gar nicht. So, die Frau ist jetzt. Ach, jetzt, ich hab doch gesagt, duschen musst du. Hast du auch vergessen, oder was? Ah, und dann könnten die beiden mal. Dann können Susi und Sepp mal ein bisschen miteinander rumsuseln. Oder ein bisschen rumschauen, was jetzt da machen können. So, Harndrang passt auch ja sozial, dass sie sich mal ein bisschen haussäubern. Wäre auch eine gute Idee. Aber wir wollen mal freundlich sein zum Sepp und nach Show fragen. Nee, beschweren machen wir das. Ja, wir beschweren uns erst der Haushaltsman. Also er verdient fast am meisten Geld. Nee, am wenigsten, glaube ich sogar. Entschuldigung. Habe ich mich fast jetzt gerade ein bisschen gehustet. Also das ist ja eigentlich gar nicht schön. So sitzen kann er bleiben. Nee, oder steht auch auf, kann er auch machen. Und jetzt können die beiden mal intensive Gespräche führen. Hier muss man mal ganz
Genau, verfolgen. Ah ja, Fernseher haben wir auch schon will 9. Ja, genau, ich kann Lippen lesen. Beleidigen. Nein. Spezial. Seven Ray Boo, sag ich auch immer die ganze Zeit, aber keiner glaubt mir irgendwie. Ah, jetzt sind es die Chipmunks. Schön. Ja, jetzt mögen sie sich auch schon viel mehr. Beziehung, was haben wir denn da? Sie mag ihn und er mag ihn. Na, das passt ja fast, aber er mag fast sie. Nein, komm. Da würde ich mal sagen, die beiden könnten ein bisschen lustig sein und Grimassen schneiden. Nee. Nach Tag fragen. Ja, wie war wohl sein Tag? Er ist die ganze Zeit in der Bude und macht hier irgendwie gar nichts. Romantisch kann man auch mal ein bisschen anmachen. Und ein bisschen flirten, würde ich mal sagen. Und dann gleich mal ein schönes romantisches Kompliment über sein Aussehen machen, das er wirklich sehr pflegt. Also Herrschaftszeit, ne? Ich glaube, der ist Wahnsinn. Er muss stundenlang hier in der Küche stehen oder im Spiegel stehen und seinen Bart machen. Ich meine, seinen Bart herbereiten, Frühstück servieren. Können wir mal Pfannkuchen machen, das wollte sie ganz heiß machen. So Pfannkuchen macht sie, so, da muss sie hungern. Ich meine, da muss sie aufs Klo gehen, benutzen und dann können wir mal da duschen. So Energie ist noch gut und dann kann sie mal hier das Ding rumbasteln, dass ihre geschicklichen Fähigkeiten verbessert werden. Oh, kokett, sie denken, sie sind kokett. Schön. Und über Lieblingsfernsehshow diskutieren. Eine schöne Debatte über Bücher. Weil er liest ja auch so viel und so, das ist ja auch so klar. So, Komplimente über Charakter machen ist auch was Neues, können wir auch mal gleich machen. Bücherregal braucht man nicht, würde ich sagen. Was macht die Susi? Ach, die schläft noch. Ah, die hat ja noch allen Grund zu schlafen, muss die arbeiten. In einem Tag und in 9 Stunden, also da hat sie auf keinen Fall irgendwas. So, ein Tag, 4 Stunden. Sie muss jetzt noch ein bisschen sozial. Ah, sozial ist auch perfekt. Dann kann sie mal danach kurz mal ein bisschen Wasser lassen. Und dann würde ich mal sagen, Spaß ist genug. Ich bekomme eine Anfrage in Steam. Ist mir aber egal, weil ich muss hier ein bisschen mit den Hubendubbels spielen. So. Und ich glaube, in der nächsten Folge muss ich echt mal ein bisschen die Nachbarn von den Hubendubbels ein bisschen bearbeiten. Ja. So, jetzt kann sie mal flott duschen. Er kann mal, was kann er jetzt kurz machen? Hygiene, kann er sich mal kurz hier die Achseln waschen, hier mit einer mit seiner Zahnbürste. Das freut ihn auf jeden Fall. So, jetzt ist sie fertig hier. Muss sie auch noch duschen? Nee, muss sie nicht. Gut, sie ist fertig, kann duschen und danach säubern. Dann macht die nette Susi hier, geht ihrem Job nach und schreibt mal ein bisschen fluffige Kaninchen im Weltall, muss sie weiterschreiben. Die werden auf jeden Fall, das wird es, glaube ich, das Kultbuch von irgendwie jedem werden. So, was telefoniert er denn da gerade? Darf er? Ach nee, der Frau ihr Telefon. Ja, was? Wer ruft denn sie bitte an? Also, das ist, gibt, glaube ich, keinen Grund, sie anzurufen irgendwie. Hausputz, das kann sie gerne machen. Haus säubern, so. Wolltest du seit 3 Tagen machen, kam nicht dazu. Wegen irgendwas. Ich hoffe, es kommen keine Rechnungen mehr rein, weil die sind echt ein bisschen schwer zu begleichen hier. Und ich glaube, hat Hunger? Nee, er hat Hunger. Ah, da könntest du doch mal Reste essen. Gegrünten Käse, der ist noch gut. Was kostet jetzt wieder, was kosten jetzt? Ach so, das kostet 6 Stück, genau, die Waffeln oder so. Pfannkuchen kosten ja 6 Dinger Stillstand. Naja, er hat einen Stillstand, natürlich hat er einen Stillstand. Warum auch? Er geht nicht zur Arbeit. Hat die Arbeitsklamotten an, geht aber nicht zur Arbeit. Das würde mich auch stören ein bisschen. Harndrang, er muss aufs Klo, warum geht er nicht? Verstehe ich nicht. Und könnt mal ein kleines Nickerchen machen, entspannen. Nickerchen. So, wieder 10 Dinger hier, 10... Simoleons hat es jetzt wieder verbessert, ich meine bekommen. Hunger, nee, geht noch. Die Frau kocht schön in der Küche, so ihr Hunger wird bald gestillt. Sie darf bald was essen, vielleicht. Vielleicht. Wenn sie es gut macht, ihren Job. Aber wenn nicht, dann auf keinen Fall. So, der macht ein Nickerchen wunderbar. Sie kann essen, Klo gehen, duschen, Klo sauber machen. Ach nee, rumbasteln. Nee, das dauert zu lange. Und Haus saubern auch, ich glaube. Ach, sie hat Hunger. Nee, wir hatten jetzt Hunger. Keiner. Na, dann passt's ja. Super. Hygiene, duscht sie auch jetzt gleich? Ja, wunderbar. So, Hygiene, dann kann sie... Nee, ich würde dir mal sagen, da wir jetzt irgendwie so echt viel Freizeit haben, ist echt ein bisschen dämlich. Und können wir eigentlich ein bisschen, ja, so im Haus rumbasteln und so. Ich würde auch gern die letzten Fetzen... Ich meine, natürlich würde ich gern ein bisschen rumbasteln mit zum Beispiel hier Bahnhof. Und mal ein Beet machen, zum Beispiel sowas in der Art. Das wäre sehr schön, so ein Beeten. Was war das für ein Knopf? Ist mir wurscht. Hunger hat sie wieder. Ja, das ist ja eine verfressene Person. Die können wir recyceln gleich. Ermäßigte Kurse braucht man nicht. Doch, mal können wir mal machen eigentlich. Warum auch nicht? Nein, doch sie nicht. Sie soll es doch machen. Sie hat doch Zeit. So, was muss sie machen? Energie. Ja, erstmal die Kurse suchen. Und dann kann sie fett was lesen.
Ja, nicht so lange hier. Mädchen, Frau. Was gibt's denn da für Kurse hier in der Zeitung? Schauen wir mal rein hier ganz genau. Ah ja, gibt's hier mal eine SMS. Es wird Pausenbrot. Es gibt Gartenarbeit, okay. Das braucht man, glaube ich, nicht. Ah, fluffige Kaninchen im Weltall. Was gibt's denn da? Der neue Roman von Susi hält den Vergleich zu Grusel. Bericht im Hinblick auf Stil und Fantasie auf jeden Fall stand. Der Verlag gibt freudig bekannt, dass fluffige Kaninchen im Weltall in der Verkaufsliste ganz oben stehen. Also wunderbar. So, wir bekommen jetzt auch Tantieme. Die heißen so, das ist cool, das ist Metal. Oh yeah. Und ach, erstmal hier die Waffeln nehmen und von so einem harten Schriftstelleralltag auf jeden Fall mal erstmal ein paar Teller Chicken nehmen. Und was kannst du da noch machen? Spaß hat sie jetzt gerade. Harndrang kannst du auch mal nachgehen. So, er schläft da, er sitzt da in seinem Zimmer und macht nichts mit sich. Muss auch nicht allein sein, braucht auch keine Socken oder so. Das ist auch alles geklärt. So, sie isst, geht aufs Klo, muss dann, kann doch mal ein Nickerchen machen. Hier die entspannte Hausfrau. Ein Nickerchen, aber bloß ein kleines. So, und sie, so die Kurse haben wir jetzt auch schon gemacht. Es gibt Gartenarbeitskurse, braucht man aber nicht, weil herbeirufen, warum auch nicht? Die braucht man auf keinen Fall. Ah, nee, einen Hausputz wolltest du doch machen. Ah, nee, wir können jetzt mal ein bisschen hier sozial machen und dann würden die beiden, glaube ich, mal loben. Ja, warum nicht? Also, das ist ja schön, hey. So plaudern und dann können wir noch mal schmeicheln und so und dann romantisch ins Bett steigen. Nee, geht noch nicht, schade. Habe ich gerade gesehen, leicht zu beeindrucken. Oh, eine dramatische Geschichte erzählen, das können wir auch. Sie ist ja voll dabei hier, hey. Kompliment machen, wunderbar. Warum nicht? Romantisch können wir auch noch. Und jeder flirtet mit dir nicht. Klar, ich sehe schon hier die Romanze zwischen den beiden Frauen und ihm. Also, das wird so eine Dreierbeziehung anscheinend werden. Und was macht die Susi? Die Susi muss mal schnell ihren Harndrang beseitigen, braucht Spaß am Leben und muss mal Sepp eine kleben. Internet durchsuchen, ah, macht auch mit jemandem chatten, macht auch Spaß, habe ich gehört. So Dusche putzen kann sie danach machen. Wenn ihr Spaß kann sie nicht machen, was würde. Dusche putzen kann sie nicht? Warum denn? Ach, ist bestimmt nicht dreckig. Ach so. Ja, okay. Gut. So, die beiden ratschen immer noch. Oh, hat er jetzt mal Fetthunger. So, da kann man wieder die alten Reste hier nehmen. Was ist eigentlich? Das ist, ja, keine Ahnung. Apfelpfannkuchen, ja, lecker hier. 3 Tage alt, schimmelt schon, scheißegal, das schmeckt noch, das hat ihm zu schmecken, dem dummen Arsch. So, mit jemandem chatten braucht man nicht rumbasteln. Ah, warum nicht rumbasteln? Sie kann mal rumbasteln hier. Also, sie kann mal alles besser machen und muss hart schuften und so. Asiatisch praktisch gut, würde ich sagen. So, dann kann sie auch ihre komischen Fähigkeiten in Geschicklichkeit verbessern und alles Mögliche machen, so, also. Ah, wieder mit ihrem Magic-Schraubenzieher wieder, also. Ihrem Drehschrauben, ihrem Augenzieher, also da kann sie wieder mal drauf rumhacken, dann wird er besser. Das mache ich auch mal, glaube ich. Ich nehme Schraubenzieher, das war jetzt gerade Russisch. Hack auf meinem PC rum, so ungefähr so. Und dann wird der besser, also, das ist ja. Anscheinend ist das gar nicht so einfach. Was brauche ich einen Handwerker? Brauche ich gar nicht. Schmarrn. Andersrum. Ich würde ja gern irgendwie so einen riesigen Freizeitpark für Sommergurken anlegen oder so. Also da hinten haben wir noch Platz genug und können uns auch hier ganz beschäftigen. Jetzt braucht es ja jetzt ist Hygiene. Ein bisschen musst du mal duschen. Musst du dann mal ein bisschen. Hat sie nicht? Gut. Hunger hat sie nicht. Kann mal entspannen. Ah, nee, wir können mal ein bisschen schlafen. Was soll's? So, Sepp, der sitzt gerade rum und wartet auf den nächsten Tag. Wartet, bis es schön wird. Entschuldigung. Meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Wer glaubt's auch noch 40 Minuten sprechen in dem Ton? Also ist eigentlich. Steht der sich oder stand der gerade rum oder was? Ich glaube, der hat einen sitzen. Aber nicht nur in seiner Hose. Also ich glaube, dem batsch ich gleich eine. Hey, hey, also und dann wundern, warum hier alles vollgepritschelt ist und alles vollgedingst ist. Ich glaube, der spinnt. Jetzt schlaf dich mal aus, du Arschloch. So, sie basteln noch hier rum. Oh, Energie ist ganz schlecht. Sie muss ja bald wieder aufstehen. Erstmal hier das Essen machen, Teller nehmen, schmeckt auch.